Guten Morgen allen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Live-Session im WMUG diese Woche. Diesmal mit Lukas Klaassen, der auf uns zugekommen ist. Das ist ganz super, Dirk, ne? Mittlerweile haben wir es geschafft, dass nicht nur wir die Leute wahnsinnig nerven, ob sie nicht eine Live-Session machen sollen, sondern dass man jetzt sogar schon uns fragt, ob man eine Live-Session machen kann. Und ich finde das Thema sehr spannend. Ich freue mich total, dass wir so ein innovatives Thema auch haben. Ja, Lukas, ich denke, du stellst dich sicher gleich auch kurz nochmal selber vor, aber man sieht schon hier an der Startfolie, ja, trotz der jungen Jahre schon Gründer eines Startups, Knowledge in a Box. Und mit den Worten übergebe ich sowohl Bildschirm als auch Mikrofon direkt schon an dich, Lukas, und du kannst loslegen. Dann ganz vielen Dank erstmal, dass ihr alle da seid. Freut mich sehr. Vielen Dank nochmal dir und Gabriele, dass ihr das Ganze organisiert. Genau, ihr habt es gerade schon eingeleitet. Mein Name ist Lukas. Ich möchte heute über das Thema bestehende Wissensressourcen einfach finden reden und zwar mit dem digitalen Zwilling deiner Organisation. Da gucken wir uns einmal ganz kurz an, was der Fahrplan für heute ist. Ich werde ein kurzes Intro geben, wo ich mich so ein bisschen vorstelle, weniger mich als Person, sondern eigentlich mehr meine Motivation, warum ich wirklich eine Leidenschaft für Wissensmanagement entwickelt habe über die letzten Jahre. Dann würde ich mir gern die Problemstellung angucken. Warum brauchen wir eigentlich Wissensmanagement? Was läuft heute nicht so gut? Im nächsten Schritt stelle ich dann das Konzept des digitalen Zwillings vor. Was ist das überhaupt? Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, vielleicht nicht, aber ich werde euch zeigen, ihr benutzt ihn auch heute schon. Im vierten Schritt werde ich dann über die kontextbasierte Bereitstellung reden, also wie wir es schaffen, dass die richtigen Infos an die richtige Person im richtigen Moment gelangen können. Im Anschluss daran gucken wir uns natürlich noch an, wie das Ganze in der Praxis umgesetzt werden kann. Das ist so ein bisschen das Ergebnis meiner Masterarbeit, die ich in Kombination mit verschiedenen Unternehmen schreibe. Das heißt, das Ganze soll auch einen Praxisbezug haben. Und am Ende werde ich noch einen kurzen Ausblick geben, wo die Reise hingehen kann. Wunderbar. Dann starte ich mal ganz kurz mit dem Intro, wie ich denn zum Wissensmanagement kam. Das ist jetzt, ich habe vorhin mal nachgerechnet, ziemlich genau auf den Tag 6 Jahre her. Damals war ich noch Praktikant beim Softwareunternehmen. Wir haben damals ein Warenwirtschaftssystem eingeführt bei verschiedenen Unternehmen. Und da war ich bei einer Schulung, war im November, eine Software-Schulung. Ich, 22 Jahre alt, Digital Native, habe überhaupt nicht verstanden, wo denn hier ein Problem ist. Eine neue Software zu bedienen, ist doch selbsterklärend. In meiner Arroganz habe ich dann aber festgestellt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Da war zum Beispiel in der Schulung ein älterer Kollege, Anfang 60, der wirklich überhaupt nicht damit klarkam und nicht nur frustriert war, sondern den hat das wirklich, wirklich getroffen. Also der war so frustriert von dem ganzen Thema, dass er es nicht hinbekommen hat. Da sind Aussagen wie gefallen wie, die können mich hier nicht rausschmeißen, nur weil ich das neue System nicht lerne. Und am zweiten Tag dieser Schulung hat der Mann sich tatsächlich krank gemeldet. Und da habe ich das erste Mal realisiert, was das für manche Leute bedeutet, wie so eine Softwareeinführung wirklich ein Riesenproblem sein kann. Und da habe ich gesagt, okay, das Thema möchte ich weiter vertiefen, habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Bin danach auch als Softwareberater für eine Wissensmanagement-Software unterwegs gewesen, war dann in vielen Unternehmen und habe gesehen, dass das bei sehr vielen Unternehmen nicht gut funktioniert. Und da bin ich immer wieder auf so eine große grundsätzliche Fragestellung gekommen, nämlich Content versus Kontext. Das Wissensmanagement-System, was ich damals betreut habe, das hat den Leuten ermöglicht, ganz tolle Inhalte zu erstellen, tolle E-Learnings, optisch wirklich wunderbar aufbereitet. Das Problem war aber selten dieser Content, der war oftmals schon da. Es gab ganz viele Anleitungen schon. Das Problem war eher, dass das Ganze nicht in dem Moment gefunden wurde, wenn es auch benötigt wurde, nicht in dem Kontext erreichbar war, in dem die Leute es gebraucht haben. Das heißt, der Fokus, den ich so ein bisschen festgestellt habe, war immer so ein bisschen auf dem Content. Content is King, hat man so aus dem Marketing immer gesagt und das auch gerne aufs Wissensmanagement übertragen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass vor allem Kontext King ist. Also es ist gar nicht so wichtig, dass alle Inhalte wunderbar toll aussehen. Viel wichtiger ist, dass ich sie genau in dem Moment finde, wo ich sie auch brauche. Denn die schönsten Inhalte bringen mir gar nichts, wenn ich sie nicht finde. Dann gucken wir uns einmal kurz die Problemstellung an und damit auch so ein bisschen, was ist Management, Wissensmanagement, beziehungsweise warum brauchen wir das Ganze? Ich habe hier den ganzen Theorieteil, was ist Wissensmanagement, bewusst rausgelassen. Da gibt es auf eurer Website ja mehr als genug hilfreiche Infos, wo ich auch gerne mal immer wieder reingucke. Von daher werde ich da nicht mehr ins Detail gehen. Mir geht es hier mehr so um die Motivation. Und da gucken wir uns mal so einen typischen Arbeitstag heute an. Der besteht nämlich zum einen aus wertschöpfenden Tätigkeiten, meine eigentliche Arbeit, womit ich Wert für meine Organisation generiere, aber auch aus nicht wertschöpfenden Tätigkeiten.
Man sieht das hier so ein bisschen, wir haben so drei Aufgaben, meine eigentlichen Aufgaben, und dazwischen verbringe ich aber auch immer wieder Zeit mit nicht wertschöpfenden Dingen. Zum Beispiel damit, dass ich immer wiederkehrende Fragen beantworten muss. Immer wieder muss ich das Gleiche beantworten. Oder um meine Aufgaben zu erledigen, muss ich Infos, Dateien und Ansprechpartner finden. Im besten Fall aktuelle Infos, aktuelle Dateien. Das ist gar nicht so einfach. Und dann, gerade im Bereich von so Software-Einführungen, hat man immer wieder gesehen, dass ich eine vermeidbare Doppelarbeit leisten muss. Also ich muss im System Daten korrigieren, die andere eingetragen haben, nicht aus böser Absicht, sondern weil sie es einfach in dem Moment nicht besser wussten. Jetzt ist das Problem, dass wir generell eine wachsende Komplexität haben in unseren Abläufen, in unseren Organisationen. Und wir haben natürlich das Problem, dass ganz viele Leute immer wieder das Unternehmen oder die Organisation verlassen, egal ob zu anderen Unternehmen oder in Rente gehen, was jetzt natürlich im Zuge der Babyboomer ein Riesenthema in ganz, ganz vielen Unternehmen ist. Das bedeutet, genau diese nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, die drohen zu wachsen und einen immer größeren Anteil an meinem Arbeitstag auszumachen. Die Folge daraus ist, dass wir in Zukunft bei schlechtem Wissensmanagement die Gefahr haben, dass wir immer mehr Teile unseres Arbeitstags mit nicht wertschöpfenden Tätigkeiten verbringen. Wohingegen man mit einem guten Wissensmanagement diese Tätigkeiten deutlich reduzieren kann. Vielleicht nicht ganz auf Null kriegen kann, aber eben deutlich reduzieren. Und jetzt geht es mir hier gar nicht nur darum, dass das Ganze durchoptimiert wird und die Leute viel effizienter arbeiten. In erster Linie geht es mir darum, dass die Leute weniger arbeiten müssen. Denn diese nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, wir kennen alle so Tage, an denen wir das Gefühl haben, dass wir nichts geschafft haben, weil wir eben den ganzen Tag nur nach Infos gesucht haben, Leuten hinterhergerannt sind. Das ist nicht nur unproduktiv, das ist vor allem auch frustrierend für die Leute. Das macht denen, das sorgt für ein schlechtes Gefühl am Feierabend. Und das würde ich gerne ändern. Dann gucken wir uns einmal kurz an, wie wir denn heute eigentlich Sachen suchen und oftmals gar nicht finden. Der Klassiker ist, ich frage meine Kollegen, ich rufe über den Tisch und kriege im besten Fall eine Antwort oder einen Tipp, wo ich weitersuchen kann. Die Folge daraus ist, gerade jetzt im Homeoffice, wo man das dann auch per Mail klärt oder per Teams, dass wir ganz, ganz viele Notifications bekommen und ständig von unserer eigentlichen Arbeit abgehalten werden. Wir werden immer unterbrochen. Also ich bin natürlich gerne bereit, mein Wissen zu teilen, aber es ist natürlich nervig, wenn ich jedes Mal aus meinem Arbeitsfluss ausgerissen werde. Die zweite Art, wie wir bekanntlichermaßen Dinge suchen, ist über ein Suchfeld. Bei Google funktioniert das wunderbar und auch bei unseren internen Systemen funktioniert das manchmal ganz gut. Aber wann funktioniert das gut? Vor allem dann, wenn wir sehr genau wissen, wonach wir eigentlich suchen. Wenn wir eine Datei suchen, die wir letzte Woche noch bearbeitet haben, wenn ich genau den Titel kenne. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es aber oftmals so, ihr kennt es hier, ist ein Ausschnitt aus SharePoint, dass ich nach was suche und ganz, ganz viel finde, aber überhaupt keine Ahnung habe, was davon jetzt für mich gerade relevant ist, was aktuell ist und in welchem Kontext sich diese Dinge befinden. Das heißt, ein Suchfeld kann helfen, man muss aber sehr genau wissen, wonach man eigentlich sucht. Die dritte Möglichkeit, wie wir Dinge finden oder suchen und nicht unbedingt finden, ist über Baumstrukturen. Das geht ganz klassisch in unseren Ordnern, also auf einem Netzlaufwerk zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in einem Wiki oder in Confluence-Seiten. Im Endeffekt ist das ein Konzept, was sich seit Beginn des Internets oder seit Beginn der Computer durchgesetzt hat, nämlich Baumstrukturen, die man von oben nach unten durchläuft. Und ihr kennt es alle. Man sucht in einem Ordner, man geht eine Ebene tiefer, man muss noch eine Ebene tiefer gehen, man findet was nicht, geht wieder eine Ebene hoch, muss in den nächsten Ordner, eine Ebene runter und so weiter. Keine intuitive Suche. Und ich glaube, ihr seht meinen Cursor hier. Das Problem ist, wenn ich hier in diesem Ordner bin und eine Datei finde, habe ich keine Ahnung, dass diese Datei hier unten auch dafür relevant ist, dass die im gleichen Kontext benötigt werden, eben weil sie in ganz unterschiedlichen Überordnern abgelegt wurden. Also wenn ich so eine Struktur habe, die ich regelmäßig benutze, finde ich mich dann gut zurecht. Wenn jemand neu dabei ist oder sich in der Struktur eines anderen Teams zurechtfinden muss, ist das überhaupt nicht der Fall. Und das ist, wie gesagt, in Ordnersystemen der Fall, aber auch zum Beispiel hier in Notion oder in Confluence, in einem Wiki. Am Ende basiert das Ganze immer auf Baumstrukturen. Also zusammengefasst, wir suchen viel. Wenn wir schon ziemlich genau wissen, wo was ist, finden wir es auch relativ gut. Aber das Problem ist, diese Ordnerstruktur, was wir hier sehen, das bildet ja nicht unser Unternehmen ab. Also unser Unternehmen sieht ja nicht so aus. Und weil dieses Problem immer wieder in der Praxis für mich aufgetaucht ist, habe ich in meinem Masterstudium Web Science, also Internetwissenschaften, geguckt, wie könnte man das besser machen. Und so ist am Ende auch die Idee gestanden, ein eigenes Unternehmen daraus zu gründen. Und zwar auf Basis eines digitalen Zwillings. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal davon gehört. Die Gesellschaft für Informatik definiert den wie folgt, nämlich als eine digitale Repräsentanz von Dingen in der realen Welt. Das bedeutet, wir haben die reale Welt und diese reale Welt wird digital abgebildet. Und das Spannende ist, dass wir jetzt damit interagieren können. Das heißt, dass die reale Welt mit dieser digitalen Welt verbunden wird.
Klingt sehr abstrakt, aber ich habe ein Beispiel dabei, was ihr alle regelmäßig benutzt für einen digitalen Zwilling, und zwar Google Maps. Ihr seht es hier und es ist genau das. Die reale Welt bekommt einen digitalen Klon quasi, der darüber gelegt wird und mit dem können wir interagieren. Ich zeige es hier nochmal im Detail. Also wie funktioniert das? Wir haben die echte Welt. Wir sehen jetzt hier ein Bild von Köln mit dem Rhein, mit Gebäuden und so weiter. Und auf diese reale Welt legt Google Maps quasi einen virtuellen Layer, einen digitalen Zwilling. Und da werden genau diese Objekte, die es ja in der echten Welt gibt, Brücken, Kinos, Cafés und so weiter, digital abgebildet. Dieser digitale Zwilling mit den Objekten wird dann auch verbunden, zum Beispiel über Straßen oder über Straßenbahnen. Und wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel auf einen dieser Knoten draufzuklicken, hier in dem Fall den Kino, Filmpalast Köln, und dann finde ich weitere Infos dazu. Das heißt, wenn ich jetzt das Programm von morgen mir angucken möchte, welche Filme laufen, dann liegen diese Informationen nicht bei Google Maps. Die liegen auf der Website vom Filmpalast. Aber weil ich ja hier einen Kontext habe, nämlich den Kontext Kölner Innenstadt, wird mir angezeigt, hier gibt es in diesem Kontext einen interessanten Punkt, nämlich das Kino. Und von da aus kann ich abspringen an den Ort, wo ich weitere Infos bekomme. So sehen wir, der digitale Zwilling klingt erstmal abstrakt, aber wir benutzen ihn alle sehr häufig und ich persönlich auch sehr gerne. Google Maps, finde ich, ist eine der tollsten Websites, die es wahrscheinlich da draußen gibt. Was bedeutet das aber jetzt für ein Unternehmen? Wie kann jetzt ein digitaler Zwilling einer Organisation aussehen? Und wir haben ja gerade schon gesagt, unsere Organisation sieht nicht aus wie so Ordnerstrukturen. Unsere Organisation besteht aus ganz, ganz vielen Dingen, aus Objekten, nämlich aus physischen Objekten wie Menschen, Teams oder Maschinen, aus digitalen Objekten wie PDF-Anleitungen, Vorlagen und so weiter, aus Software oder auch aus konzeptionellen Objekten wie zum Beispiel Geschäftsprozessen, also wiederkehrenden Abläufen, die wir immer wieder durchlaufen und dabei Wert generieren. Das heißt, wir haben jetzt hier diese reale Welt des Unternehmens und genau wie bei Google Maps legen wir jetzt einen digitalen Layer darüber. Wir kreieren einen digitalen Zwilling dieser Organisation. Und das bedeutet, jedes Objekt in der realen Welt bekommt ein digitales Objekt als eben Zwilling. In dem Fall sehen wir hier, das Ganze besteht viel einfacher als Google Maps, nur aus Knoten und Verbindungen. Wir haben hier zum Beispiel einen Knoten vom Typ Person mit dem Namen Nele. Nele arbeitet am Standort Münster. Sie ist, gehört zum Team Backoffice und sie ist Expertin für die Reisekostenabrechnung. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das Unternehmen so wie es ist, darzustellen. Im Hintergrund verbirgt sich dabei der sogenannte Knowledge Graph. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ganz, ganz viele Tools, die wir heute nutzen, YouTube zum Beispiel, auch Google, ganz, ganz viele Tools arbeiten im Hintergrund mit diesen Knowledge Graphs. Hier sehen wir mal, wie das Ganze wirklich in der Datenbank im Hintergrund aussieht. Das mag jetzt erstmal sehr komplex aussehen. Wir haben jetzt hier ein Unternehmen, die haben Pizza Palermo. Da gibt es zum Beispiel Manager, es gibt einen Pizzabäcker. Der Pizzabäcker ist verantwortlich für den Subprozess Pizza zubereiten, wohingegen die Bedienung zuständig ist für den Prozess Pizza bestellen. Hier gibt es verschiedene Zutaten, es gibt hier Maschinen, die ich brauche, einen Pizzaofen, aber auch eine Anleitung, was mache ich, wenn der Pizzaofen nicht funktioniert. Das ist jetzt hier nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt und auch bei Google Maps sehen wir immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Wir sehen ja, wenn ich mir Köln angucke, sehe ich ja nicht, wie das Kino in Koblenz aussieht. Und so ist es auch hier, wir gucken uns immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt an. Und das Spannende ist, das hier ist nicht eine Mindmap, es sieht zwar aus wie ein Mindmap, aber es ist kein Bild, sondern es ist eine Datenbank. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen dieser Punkte anklicken, dann sehen wir, dahinter verbergen sich, wie wir es vorhin bei Google Maps gesehen haben, in dem Kino weitere Infos. Zum Beispiel habe ich hier einen Knoten vom Typ Person mit dem Namen Lukas Klaassen. Das ist der Knoten, der mich repräsentiert, mit meiner Handynummer, mit meiner E-Mail-Adresse. Und genauso gibt es zum Beispiel einen Knoten für eine Software, wo dann nochmal eine URL, also die Website dahinter verlinkt ist. Und weil es eben eine Datenbank ist, weil es Daten sind, die man nutzen kann, kann man von da aus auch sehen, wir haben einen Knoten von dieser Software und sehen, wie ist das Ganze verbunden. Zum Beispiel, diese Software ist mit mir verbunden. Ich werde nachher noch ein bisschen eingehen, wie das Ganze in Zukunft aussehen kann. Entscheidend ist nur, wir haben hier quasi die maximale Freiheit, wann wir was wie darstellen wollen. Und das ist in der Mindmap zum Beispiel gar nicht gegeben. So, jetzt haben wir schon mal verstanden, was so ein digitaler Zwilling überhaupt ist. Gar kein so kompliziertes Konzept. Wie schaffen wir es denn jetzt, daraus eine kontextbasierte Bereitstellung zu schaffen? Also es zu schaffen, dass die richtige Info im richtigen Kontext bereitgestellt wird. Und wir haben ja gerade schon gesehen, es wächst so ein Netzwerk und da könnte man schnell sagen, boah, so ein Netzwerk, so ein digitaler Zwilling, das ist ja unglaublich übersichtlich. Wie kann man es denn schaffen, dass der entsteht, ohne dass Chaos dabei entsteht? Und dafür lassen sich diese Knoten, die wir gerade gesehen haben, in drei verschiedene Gruppen einteilen. Sogenannte Gerüstknoten, Ressourcenknoten und Kontextknoten.
Das Ganze geht quasi von innen nach außen und der innere Kern, der verändert sich selten, den darf auch nicht jeder verändern, wohingegen nach außen hin das Ganze sich häufiger verändert und von mehr Leuten verändert werden darf. Ich nehme mal so ein Beispiel, ein Gerüstknoten könnte zum Beispiel der Prozess Pizzabacken sein mit den einzelnen Schritten. Ändert sich im Kern nicht oft und auch die Teams, die daran beteiligt sind, also unser Organigramm im Endeffekt, das ändert sich nicht so oft. Das soll auch nicht jeder einfach ändern können. Das heißt, das bauen wir als erstes, dieses Gerüst. Drumherum packen wir die dafür relevanten Ressourcen. An dem Schritt Pizza zubereiten brauche ich zum Beispiel den Backofen, Zutatenlisten, hier ist der Experte, der unser super Pizzabäcker ist und so weiter. Das dürfen schon mehr Leute bearbeiten. Und dann haben wir im letzten Schritt noch sogenannte Kontextknoten. Die sorgen eigentlich nur dafür, dass diese bestehenden Knoten, das Gerüst, die bestehenden Ressourcen in einem gewissen Moment gefunden werden können. Das heißt, ein Kontext beschreibt eine Situation, in der man Wissen braucht. Wir haben ja immer so die Box, also ein universelles Strukturierungselement, deswegen auch Knowledge in a Box. Ganz simples Beispiel für so eine Situation, für so einen Kontextknoten wäre, ich habe meinen Schlüssel verloren. Das heißt, ich nehme diesen Kontextknoten und verbinde den mit der Person, die ich dann ansprechen muss, mit dem Dokument, was mir erklärt, was ich dann zu tun habe und vielleicht noch mit dem Antrag für einen neuen Schlüssel. Das heißt, zusammengefasst, jeder im Unternehmen hat die Möglichkeit, an diesem digitalen Zwilling mitzuarbeiten, aber nicht jeder kann alles verändern. Also wir können dafür sorgen, dass kein Chaos entsteht, aber trotzdem jeder daran teilhaben kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Gucken wir mal ganz kurz, wer darf was. Also wir haben ja so drei Rollen definiert. Die Graph Architects, die Knowledge Manager und die End User. Und wir sehen es so ein bisschen in den Farben. Die Idee dahinter ist, dass die Graph Architekten grundsätzlich festlegen, was für Knotenarten gibt es, dass sie das Gerüst aufbauen, dass die Knowledge Manager, also auch die Leute, die heute schon ihr Wissen ständig teilen, diese Arbeit wird ja ständig schon gemacht, dass die diese bestehenden Ressourcen hinzufügen, verknüpfen und auch, dass End-User zum Beispiel sagen können, hier zu diesem Schritt, da habe ich eine gewisse Frage oder da gibt es eine Frage und ich habe eine Antwort dazu. Das heißt, jeder kann daran teilnehmen, ohne dass man dabei das Grundgerüst irgendwie verändert. Also ich darf jetzt als einfacher End-User keine neuen Teams, keine neuen Standorte anlegen, aber ich darf zum Beispiel eine Frage zu einem gewissen Standort in Kombination mit einem gewissen Produkt hinzufügen. Je nachdem, wie man so als Organisation benötigt, hat man dann die Möglichkeit einzustellen, wer darf wie viel. Also darf ein zum Beispiel ein End-User, darf der nur Fragen hinzufügen oder darf der auch selber Dokumente hochladen? Also sowas lässt sich sehr, sehr einfach einstellen, weil man ja sagen kann, es ist eine Datenbank. Jeder Knoten hat gewisse Berechtigungen. So, dann gucken wir noch mal kurz, wie das Ganze aussehen kann, indem wir Sachen erstmal intuitiv finden und im besten Fall finden, ohne zu suchen. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Google Maps, wenn egal wo ich bin, ich navigiere an einen gewissen Ort, zum Beispiel hier nach Köln und sehe direkt, was in diesem Kontext relevant ist. Also sehr natürlich, anstatt mich, also stellt euch mal vor, ihr müsstet Google Maps in der Ordnerstruktur öffnen. Katastrophe. Hier sehen wir sehr einfach, wie das Ganze im Kontext funktionieren kann. Und bei Google Maps ist es sogar so, dass das System weiß, wo ich mich gerade befinde und mir dementsprechend die richtige Info im richtigen Moment geben kann. Hier musst du links abbiegen, Achtung, Geschwindigkeitsbegrenzung oder hier ist eine Tankstelle, die hat aber nur noch 30 Minuten auf. Und genau so lässt sich das auch auf unseren digitalen Zwilling von unserem Unternehmen übertragen. Das heißt, wir springen jetzt hier nicht auf Google Maps ab, sondern wir springen jetzt hier auf diesen Knowledge Graph, den wir im Hintergrund gesehen haben, anhand des aktuellen Kontexts, anhand der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Ich habe es hier nur schematisch aufgezeigt. Bei Bedarf kann ich es gerne auch im Nachgang nochmal in einer kurzen Demo zeigen, wie unser Prototyp das macht. Die Grundidee ist, dass ich zum Beispiel auf einer gewissen Webseite bin, eine Frage dazu habe, weil hier gibt es immer wieder Fehler und ich es jetzt schaffen kann, an diese Website, zum Beispiel unser CRM-System, Informationen zu knüpfen, die genau an der Stelle relevant sind, weil diese Anleitung dafür gibt es ja schon, aber in dem Moment, wo ich auf der Website bin, finde ich sie nicht oder ich weiß gar nicht, dass es sie gibt. Hier hat man die Möglichkeit, mit einem Klick an genau den Punkt im Knowledge Graph zu springen, der hier repräsentiert wird und eben zu sehen, was ist damit verbunden. Das geht sowohl für zum Beispiel Webseiten, aber das wird auch zum Beispiel mit NFC-Tags gehen. Ganz simples Beispiel, ich nehme so einen NFC-Aufkleber oder QR-Code meinetwegen, packe den an eine Maschine, ich nehme mein Handy als Mitarbeiter in der Produktion, halte mein Handy vor diese Maschine und auf dem Handy springe ich an genau den Punkt in diesem Netzwerk, der diese Maschine repräsentiert und sehe direkt, wer ist der Experte dafür, was sind die Anleitungen und was muss ich tun, wenn hier die Lampe rot leuchtet und es alles piept. Genauso kann man eben Dinge finden, ohne danach suchen zu müssen. Das klingt erstmal ziemlich cool. Schön, wenn das Ganze so da steht, aber wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Wie kriegen wir jetzt in der Praxis so einen digitalen Zwilling von meinem Unternehmen? Und darum wollen wir uns mal kurz die Umsetzung in der Praxis angucken.
Ich habe es schon gesagt, das Ganze ist nicht nur in der Theorie in meiner Masterarbeit entstanden, sondern vor allem mit verschiedenen, vor allem mittelständischen Unternehmen zusammen. Und da ist was ganz Grundlegendes von Bedeutung, und das werdet ihr wahrscheinlich sogar noch besser wissen als ich. Es müssen Rahmenbedingungen geschafft werden. Bei Wissensmanagement, da redet man sehr gerne, sehr viel, für meinen Geschmack zu viel über IT-Systeme. Und es mag komisch klingen, weil ich ja selber eine Software entwickle, aber die IT-Systeme spielen ja natürlich nur einen kleinen oder nur eine untergeordnete Rolle, ist nur ein Teil des Ganzen. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir den Menschen die Rahmenbedingungen ermöglichen, überhaupt ihr Wissen zu teilen, dass die Leute motiviert sind. Denn so ein Wissensmanagementsystem, das wird erstmal freiwillig genutzt. Da kann man die Leute nicht zu zwingen. Das heißt, die Leute müssen motiviert sein, und gleichzeitig muss die Organisation aber auch ermöglichen, dass man die Zeit hat, Wissen überhaupt mal strukturiert abzuspeichern. Denn das findet ja heute alles schon statt. Man kann es zwar schlecht messen, aber schon heute werden ja unzählige E-Mails geschrieben, beantwortet, Rückfragen gehalten. Das findet ja alles schon statt, aber es wird eben nicht so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Ich habe hier ein schönes Beispiel von einem mittelständischen Industrieunternehmen. Die haben es geschafft, diese kontinuierliche Verbesserung zu etablieren, indem sie an jedem Standort jemanden hingesetzt haben oder jemanden aufgebaut haben, der zum Beispiel einen Tag die Woche oder einen kleinen Teil seiner Arbeitszeit fest für so kontinuierliche Verbesserungen wie Wissensmanagement nutzen kann, diese Zeit auch offiziell gestellt bekommt und dann auch wirklich dafür nutzt. Und das funktioniert offensichtlich sehr gut. Die haben es geschafft, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das sind natürlich jetzt ganz grundsätzliche Sachen fürs Wissensmanagement. Gucken wir uns das jetzt mal in Bezug auf unseren digitalen Zwilling an. Da hat sich für uns so ein iteratives Vorgehen herauskristallisiert, was man eigentlich immer wiederholen kann. Das basiert so ein bisschen auf diesem Build-Measure-Learn-Ansatz. Vielleicht kennt ihr das. Die Idee dahinter ist erstmal zu akzeptieren, dass wir gar nicht genau wissen, was die Endanwender tatsächlich in ihrem Arbeitsalltag ganz genau brauchen. Das wissen die Leute meistens selber besser, als man als Manager es weiß. Die Grundidee dabei ist also, wir wissen nicht genau, was derjenige braucht. Wir wollen uns aber dem annähern, und zwar mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Arbeit, die wir im Endeffekt für die Tonne machen. Darum hat sich so dieses folgende Vorgehen rauskristallisiert, dass wir erstmal identifizieren, wo gibt es denn überhaupt Bedarf? Also in welchen Prozessen zum Beispiel kommen immer wieder Fragen und Fehler auf, die das Ganze verlangsamen? Wer ist daran beteiligt? Um welche Produktgruppen geht es und so weiter? Im zweiten Schritt geht es darum, Unterstützer zu finden. Da reden wir jetzt nicht nur von der Chefin, die das Ganze mit Power versorgt, sondern auch der Sachbearbeiter, der täglich daran arbeitet, der wirklich das Problem hat. Also auf beiden Ebenen braucht man eben Unterstützer, die das Ganze vorantreiben. Der nächste Schritt wäre dann so ein inhaltlicher, wir haben es vorhin schon gesehen, nämlich das Gerüst zu modellieren. Also zum Beispiel auf einer obersten Ebene einen Geschäftsprozess abzubilden. Vorhin haben wir es gesehen, Pizza verkaufen. Erster Schritt, Bestellung aufnehmen, Pizza backen, abrechnen, und jeden von diesen Schritten könnte man natürlich nochmal beliebig runterbrechen. Wenn dieses Gerüst steht, dann haben wir es vorhin schon gesehen, werden bestehende Ressourcen, egal ob jetzt Menschen, also Wissensträger oder Dokumente zum Beispiel, daran verknüpft. Ich nenne es hier mal verkontexten. So ganz richtig ist dieses Wort nicht, aber es beschreibt es ganz gut, denn die Ressourcen, die es schon gibt, die auch weiterhin auf dem Netzlaufwerk oder im SharePoint oder wo auch immer liegen, werden verlinkt. Und zwar in dem Kontext, in dem sie benötigt werden. Anhand eines bestimmten Prozesses, anhand einer Aufgabe, in Kombination mit Produkten und so weiter. Dann ist ganz wichtig, dass wir das bis dahin erstellt, also diesen kleinen Prototypen, testen. Zum einen, dass wir wissen, dass es inhaltlich den Leuten wirklich hilft, und zum anderen, dass man auch nochmal wirklich Unterstützung generiert und die Leute sehen, boah, da geht's vorwärts, die nehmen hier, was ich sage, ernst. Das beinhaltet natürlich auch, dass man dieses Feedback, was man dabei sammelt, tatsächlich umsetzt. Und dann ist noch der letzte und der wahrscheinlich schwierigste Schritt, nämlich Routinen zu entwickeln. Wissensroutinen, kann man sagen. Also ich als Wissensmanager, der mein Wissen in einem gewissen Bereich teilt, dass ich dafür auch verantwortlich bin, das Ganze aktuell zu halten. Und das hat sich für uns zum Beispiel immer wieder herauskristallisiert jetzt, dass es unglaublich wichtig ist, dass die Endanwender überhaupt die Möglichkeit haben, selbst wenn sie gar nichts groß zum System hinzufügen, dass sie aber die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, auf veraltete Informationen, auf falsche Informationen hinzuweisen. Denn oftmals ist es so, dass sich einer denkt, hier, das sind die Inhalte, alles super, ich gebe euch gar keine Möglichkeit, mir Feedback zu geben. Dann ist das erstmal einfach. Ich weiß aber gar nicht, wie wenig das vielleicht hilft. Also es ist zwar nicht immer der einfachste Weg zu sagen, ich nehme erstmal Feedback entgegen, es ist aber unglaublich wichtig, damit das Ganze auf Dauer besser werden kann. Das heißt, wir haben hier so ein iteratives Vorgehen von Bedarf identifizieren bis zu einer Routine entwickeln, und das kann man jetzt für jeden Anwendungsfall immer wieder durchgehen. Also das heißt jetzt für einen Prozess, für eine Produktgruppe, für einen Standort, was auch immer.
Das war schon zu dem Vorgehen. Dann gucken wir uns noch einmal ganz kurz den Ausblick an, wo das Ganze hingehen kann. Denn wie gesagt, es ist ja ein relativ neues Thema. Dieser Knowledge Graph in der Theorie gibt es ja schon ein bisschen länger. In den letzten Jahren ist es dann auch massiv in der Praxis vorangeschritten. Und da kann man sagen, Wissensmanagement von morgen mit Hilfe von so einem digitalen Zwilling kann eine Menge. Vor allem bietet es einen KI-Mehrwert ohne einen KI-Aufwand. Was meine ich damit? Klassischerweise nutzen wir so eine KI ganz oft für so Vorschlagfunktionen. Auf Basis von ganz, ganz vielen Daten, die wir reinkippen, lässt sich durch die KI herausfinden, weil dieses Objekt für dich relevant ist, ist vielleicht auch ein anderes für dich relevant. Das braucht aber sehr viel Aufwand, sehr viel Daten. Und hier in diesem Knowledge Graph werden genau diese Beziehungen ja direkt von Anfang an mitgespeichert. Das heißt, man hat eben den Mehrwert, wofür man sonst eine große KI bräuchte, ohne den Aufwand dafür. Nichtsdestotrotz heißt es aber nicht, dass man da nicht wunderbar eine KI draufsetzen könnte, denn dieses Netzwerk ist dafür wirklich die perfekte Voraussetzung. So kann man zum Beispiel in Zukunft hoffentlich so machen, dass man zumindest teilautomatisierte Kontext erstellt. Das heißt, dass zum Beispiel bestehende Wikis, die es schon gibt, hier ein Wiki, da irgendwo Dateien und so weiter, dass die zumindest teilautomatisiert in einen Kontext gebracht werden und ich das gar nicht alles per Hand machen muss. Und das Ziel dabei ist natürlich, wir haben es vorhin schon gesehen, dass der Anteil von wertschöpfenden Tätigkeiten im Arbeitsalltag steigt, dass ich weniger Zeit mit so nervigen, nicht wertschöpfenden Sachen verbringe und im besten Fall einfach weniger arbeiten muss und trotzdem das gleiche Ergebnis erziele und dabei vor allem noch einen entspannteren Feierabend habe. Und das ist so meine Hauptmotivation dahinter, warum Wissensmanagement für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Es klingt immer abstrakt, aber am Ende entscheidet es darüber, habe ich einen entspannten Arbeitsalltag oder nicht. So, das war's auch schon. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, das war eine Menge Inhalt und ich bin gerade dabei, das Ganze in so einem kleinen Praxishandbuch, 20, 30 Seiten ungefähr zusammenzufassen. Das sind auch im Endeffekt genau die Bilder, die ihr vorhin schon gesehen habt, die findet ihr dann wieder. Das Ganze ist noch nicht fertig, aber ich dachte, ich nutze diese Chance hier, bevor wir das groß veröffentlichen, dass ihr die Möglichkeit habt, euch das schon vorab zu sichern. Schreibt mir gerne einfach eure Mailadresse in den Chat oder schreibt mir direkt, hier unten seht ihr meine Mailadresse, dann bekommt ihr schon vorab unser Praxishandbuch und dafür so meine Bitte an euch, vielleicht könnt ihr euch das mal durchlesen und uns Feedback geben, bevor wir das in die große weite Welt rausschicken, wäre das super hilfreich, da einfach nochmal ein bisschen Feedback zu sammeln, ob das hilft, ob das verständlich ist, ob das für euch interessant ist. Ja, von daher bedanke ich mich erstmal ganz herzlich. Das war relativ abstrakt an einigen Stellen. Bei Bedarf kann ich es nochmal in so einer kleinen Live-Demo zeigen, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank euch. Ja, perfekt. Vielen Dank an dich, Lukas. Von wegen abstrakt. Ich finde, ja, das Thema ist ein anspruchsvolles Thema, aber ich danke dir sehr für dieses Beispiel Google Map. Das ist wirklich ein geniales Beispiel, um jemandem zu erklären oder zu verstehen, was denn ein digitaler Zwilling eigentlich ist und leistet. Hallo, erstmal vielen Dank. Genau, ich habe quasi in den Chat die Frage reingeschrieben gehabt, wie die Verknüpfung zustande kommt. Hast du zum Schluss quasi gerade nochmal gesagt, dass das Teil automatisiert ist. Ich muss immer so emotional sozusagen so ein Thema für mich auch erschließen und ich bin so ein bisschen gehadert an diesem, was ist wertschöpfend, was ist an diesem Thema wertschöpfende Arbeit, weil das ist begegnet also in der täglichen Arbeit auch ganz viel und ich glaube halt immer, Wissensmanagement braucht halt Arbeit und jemanden, der das leistet und der auch da rein investiert und einfach die Sinnhaftigkeit und sozusagen den Wert darin auch erkennt sozusagen. Und für mich hat das so ein bisschen quasi geclashed, dieses, es braucht ja trotzdem jemanden, der nochmal drauf schaut, oder? Das ist so eine hervorragende Frage. ja, sehr, sehr gute Frage. Also das Ziel auf Dauer ist es, dass es zumindest teilautomatisiert in, ich sag mal, unterstützend funktionieren kann, dass du einen Knoten anlegst und dir vorgeschlagen wird, auf Basis einer KI könnte das und das auch relevant sein. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Erstmal muss es händisch angelegt werden. Es muss ja nicht jeder Knoten neu angelegt werden, sondern eigentlich nur diese Verbindungen. Aber das ist ein gewisser Aufwand. Dafür müssen auch Verantwortlichkeiten definiert sein. Man muss aber sich immer wieder vor Augen halten, dieser Aufwand, der findet heute schon statt. Nämlich jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte, wenn ich irgendwo Inhalte veröffentliche, aber eben sie im Anschluss nicht gefunden werden. Das heißt, eigentlich versuchen wir eher diese Arbeit zu verlagern, aus zum Beispiel die Mails, die ich heute 5-mal schreibe, das Ganze einmal vernünftig zu verkontexten und dass es danach von anderen automatisch gefunden wird. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch ein manueller Aufwand da. Ohne funktioniert Wissensmanagement, glaube ich, heute noch nicht. Nee, genau. Und ich hadere so ein bisschen damit, dass man irgendwie so, für mich war so, ah ja, und das ist sozusagen ganz automatisch, da muss keiner mehr was tun. Also das
Also, weil ich finde, es braucht trotzdem auch noch Menschen, die da drauf gucken und die sich damit beschäftigen und die einfach die Wertschöpfung auch sozusagen darin sehen, sowas irgendwie zu pflegen, ne? Weil, also auf anderer Seite spart man halt auch wieder Zeit, so, ne? Deshalb, da habe ich sozusagen emotional so ein bisschen, bin ich so gestruggelt sozusagen bei diesem Einstieg sozusagen, ne? Weil was ist wertschöpfende Arbeit, so, ne? Und da, genau, und da musste ich einfach nochmal kurz fragen, wie du das denkst und meinst und wie das auch praktisch dann da alles reinkommt und wer sich dann darum kümmert und dass es ja wertschöpfend ist. Genau. Genau, also vollkommen, vollkommen richtig. Vielen Dank, aber sehr interessant, so dieses, die Arbeit nicht dreimal machen zu müssen, ist ja schon eine Idee sozusagen zu sparen, ne? Genau. Genau, also ich bin voll bei dir, dieses nicht wertschöpfende Tätigkeit, damit war eben vor allem so diese, ja, wenn ich selber auf die Suche gehen muss, also eigene Wissensmanagement-Aktivitäten würde ich als wertschöpfende Tätigkeit definieren. Damit waren eher diese Sachen gemeint, die ich machen muss, um überhaupt was Wertschöpfendes machen zu können. Das war eigentlich mehr die Idee dahinter. Aber verstehe ich sehr wohl, guter Hinweis. Ja, hi. Genau, du hattest ganz am Anfang so ein Beispiel skizziert, wie du quasi zum Wissensmanagement gekommen bist, von einem Kollegen, der Angst vor dieser neuen Software hatte. Wie würde das deinem damaligen Kollegen jetzt konkret in dieser Situation helfen? Auch eine also der sehr Graf. Frage. Genau, da, was ich vielleicht gar nicht noch erwähnt habe, damals waren die Schulungen im Dezember und dann kennt man es, erstmal 2 Wochen Weihnachtsferien, am 2.1. war dann das neue Rechnungsjahr, da musste diese Software funktionieren und in dem Moment, als dann, ich war vor Ort in so einem Laden, wo dann die Kunden reinkamen und das Kassensystem nicht bedient werden konnte, das Problem war, dass dann in dem Moment, wo die es bedienen mussten, die Leute in ihren Schulungsunterlagen gesucht haben. Das heißt, hier wäre es jetzt so, man ist zum Beispiel in diesem Warenwirtschaftssystem, das ist ja in der Regel inzwischen auch in einer Webanwendung, man wird auf einen Knopf klicken, ein Browser-Plugin haben wir dafür gerade entwickelt, das erkennt, du bist gerade in deinem Warenwirtschaftssystem, auf der Unterseite Kontakte anlegen, weiß, wo du bist, springt zu dem Knoten im digitalen Zwilling, der genau das repräsentiert. Und von da aus siehst du, verbunden damit ist zum Beispiel diese Anleitung, dieser Ansprechpartner und dieser häufige Fehler, den du doch bitte vermeiden sollst. Und so sollte man es dann in Zukunft mit Hilfe des Graphens besser machen können. Okay, das heißt, dieses Plugin oder ne, wenn das vielleicht eine Desktop-Anwendung ist, was auch immer, ein kleines Tool, was im Hintergrund läuft, ist eine Art kontextsensitive Hilfe, wo du dann sagen kannst, ey, jetzt gerade habe ich ein Problem. Und das sieht dann, du befindest dich gerade auf Website oder in der Software XY bei Reiter so und so. Und dazu habe ich die und die Informationen. Und der Vorteil des Graphen wäre einfach zu wissen, welche Beziehungen bestehen zu anderen Wissensknoten, die mir jetzt vielleicht auch weiterhelfen können. Genau, also du hast es schon total durchdrungen. Das wäre, sag ich mal, der optimale Weg, wäre wirklich, dass ich einen Knopf drücke. Gegebenenfalls ist das aber, in der Praxis habe ich auch erlebt schon früher, dass das so nicht immer funktioniert. Da ist der Vorteil von diesem Graphen nochmal ein anderer, und zwar, dass ich nach einem Ort zum Beispiel nach einem Einstiegspunkt suchen kann oder über einen Einstiegspunkt gehen kann, zum Beispiel diese neue Software, und dass ich von da aus immer sehe, was hat damit zu tun. Also es ist in erster Linie ist der Vorteil von dem Graph vor allem, dass es eine intuitivere Navigation ermöglicht, als das so eine Baumstruktur jemals könnte. Das ist so der Hauptvorteil dahinter. Aber du hast es genau richtig verstanden. Die Idee ist eigentlich, dass man im besten Fall gar nicht suchen muss oder dass die Suche viel intuitiver wird. Okay, danke. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das ganze Thema mit der technischen Umsetzung. Wir haben jetzt gehört von dem Mitarbeiter, der eine neue Software bekommt. Also ich nehme jetzt mal an, das ist jetzt nur eine Annahme, dass das jetzt alles auf einer weiteren Software basiert. Also der Mitarbeiter müsste dann wieder eine weitere Software kennenlernen. Und dann ist die Frage, wie integriert sich das in die bestehenden Software? Weil viele Unternehmen, was nutzen sie? SAP oder die ganze Microsoft-Geschichte oder Salesforce oder was auch immer. Das haben sie ja schon alles. Und das heißt, die Software müssen sie können und dann noch eine weitere dazu. Oder wie ist das zu verstehen? Auch das ist eine Frage, die auch in der Praxis sehr, sehr relevant ist. Die Idee ist grundsätzlich, ja, es wäre eine weitere Software, die mit reinkommen würde, die im besten Fall aber gar nicht so sehr als eine weitere Software, sondern als ein Hilfesystem wahrgenommen wird, was voraussetzt, dass es so einfach, so intuitiv ist, so wenig Funktionen auch hat, dass man keine große Hilfe fürs Hilfesystem erstmal braucht. Das heißt, ich gehe mal wieder zu diesem Google Maps Beispiel. Auch da ist es so, es gibt ganz viele Webseiten im Internet, die sind alle über Google Maps verlinkt und Google Maps ist eigentlich nur ja, der Absprungpunkt. Das heißt, es gibt ein übergeordnetes Tool und von da aus springt man zu SAP, zum Intranet, zur Buchungsseite und so weiter. Also ja, es müsste ein weiteres System geben, das wäre quasi übergeordnet, wäre aber eigentlich nur dafür da,
um Links zu generieren oder Links zu schaffen und die in einem Kontext zu ermöglichen. Das ist so die Idee dahinter. Okay, und dann stellt sich die Frage, okay, wie wird das maintained? Zum Beispiel diese Software will ja auch aktuell gehalten werden. Die will ja auch im Hintergrund sich entwickeln. Mhm. Wie ist das zu verstehen? Genau. Also auch da vollkommen richtig, die muss aktuell gehalten werden, denn sobald ein Wissensmanagementsystem nicht mehr aktuell ist, verliert es so ein Stück weit an Daseinsberechtigung. Das heißt, da wäre das Erste zu sagen, die Leute, die bereits Knoten erstellt haben, haben dann eine gewisse Verantwortung für und müssen gucken, dass die aktuell bleiben. Und dann, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich zum Beispiel an einem Ort bin und sehe, ich bin hier an einer Website, aber da kriege ich gar keine Hilfe für, dass ich dann in einem Klick quasi Hilfe dafür anfordern kann oder zumindest sagen kann, das, was hier ist, das hilft mir nicht, das ist nicht aktuell. Also eigentlich eine Möglichkeit, um überhaupt ja eine Rückmeldung zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, meiner Erfahrung nach einer der wichtigsten Schritte, um langfristig, nachhaltig auch Aktualisierungen zu ermöglichen. So, Heidi Susanne. Genau, ich habe die Frage gestellt und zwar die Verknüpfungen, was du vorhin geschildert hast, da ist ja primär war ja die Geschichte über Link. Das ist auch sicherlich relativ unproblematisch. Das machen wir ja heute auch teilweise schon über Excel-Tabellen und so weiter. Wie sieht das jetzt aber aus, wenn ich eine definitive Schnittstelle benötige? Weil es gibt, ich arbeite im Gesundheitswesen, im klinischen Bereich, da kann man nicht alles per Link machen, sondern da gibt es bestehende Programme, wo ich eine Schnittstelle benötige. Da kommen dann wieder verschiedene Faktoren zum Tragen. Aber wie sind da grundsätzlich so die Erfahrungen, die du gemacht hast? Oder hast du da, was das betrifft, Erfahrungen machen können? Ich sag mal, erste Erfahrungen haben wir da machen können, habe ich da machen können. Auch das ist eine wirklich gute Frage. Die Frage dahinter ist immer so ein bisschen, was ziehen wir quasi wirklich rein in diesen digitalen Zwilling und was lassen wir draußen und ermöglichen einen Absprung? Und der schönste Fall wäre natürlich, dass alles integriert wäre. Das setzt aber, wie du sagst, voraus, dass es Schnittstellen gibt. Es ist eine individuelle Entscheidung. Man muss gucken, wo macht es Sinn? Auch weil einfach diese Systeme, die schon im Einsatz sind, die haben ja eine Daseinsberechtigung. Also ich sage hier nicht, das ist die allereierlegende Wollmilchsau, die alles andere ablöst. Man kann Schnittstellen einrichten, das ist aber mit Aufwand verbunden. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn ihr schon so ein internes Wiki-System habt, das ist jetzt bei einem Pilotprojekt der Fall, die haben ein internes Wiki, es wird aber nicht so richtig genutzt und auch von da aus, das sind nicht alle Wissensressourcen, sondern es gibt noch ganz viele andere Systeme und das eigentlich schaffen könnte oder mit so einer Schnittstelle es machbar ist, dass jede Wiki-Seite direkt beim Erstellen einen Knoten im digitalen Zwilling bekommt mit einem Link und dass man eben von da aus dann wiederum weiter verlinken kann. Also man kann so eine Automatisierung, eine Teilautomatisierung reinbauen. Wenn wir jetzt vom Gesundheitswesen reden, dann sage ich ganz ehrlich, ist das schon mal eine schwierigere Geschichte, da wirklich die Patientendaten zum Beispiel reinzuladen. Finde ich eine schwierige Kiste, aber theoretisch möglich, ist aber dann ein höherer manueller Aufwand auf jeden Fall. Gut, das sage ich einfach mal, das wäre wahrscheinlich nicht möglich, weil da einfach Datenschutz so hoch aufgehangen wird, dass ich das nicht sehe. Aber es ist eben genauso, was du gerade gesagt hast. Es gibt in der Regel ein Intranet, wo bestimmte Verfahrensanweisungen oder Standards verankert sind. Und da macht es eben Sinn, dann eventuell über eine Schnittstelle zu arbeiten, wenn es denn funktioniert. Meine Erfahrung mit Schnittstellen, mit bestehenden Systemen, die ist immer so, das kann gut gehen, aber je mehr Schnittstellen es gibt, desto schwieriger wird es manchmal auch. Und deswegen war so die Frage eben, welche Erfahrungen gibt es da? Also vielleicht um das zusammenzufassen, man kann es nicht allgemein beantworten. Es hängt sehr, sehr stark von der jeweiligen Software ab. Ja, okay. Wie gut die überhaupt Schnittstellen zulässt. Das ist bei SAP. Bei SAP ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ganz genau. Also mein Traum wäre auch, dass das alles quasi mit so Bots angeschlossen ist, aber gib mir noch ein paar Jahre. So. Ja, Dirk, ich glaube, deine erste Frage, die schließt sich da so ein bisschen an. Das war eher so ein Kommentar, ne? Weil ich mir das vorstellen kann. Jetzt dazu, wie integrierst du das? Das kannst du natürlich dann, wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel in die Unternehmenssuche oder in den Hilfe-Button dieser Anwendung reinbasteln. Ne? Überall gibt es irgendeine Hilfe. Oder wenn ich eine Suche habe, könnte ich jetzt das dort andocken, wenn ich das machen kann. Und damit ist es weniger ein Erlernen einer komplett neuen Software, also ich sage mal für die meisten Anwender, sondern da geht es darum, wie kann ich das ohne große Hürde jetzt aufrufen. Und das ist natürlich, sehe ich nun ein, jetzt in Sachen, nicht eine Sache von dem Prototypen, sondern später, was ich dann über Jahre für so ein Produkt entwickeln muss. Aber diesen Ansatz selber finde ich relativ klasse. Aber vielleicht willst du, Lukas, dazu was sagen. Ich habe jetzt meine Meinung geäußert, weil es keine Frage war, sondern meine Überlegungen dazu. Wie siehst du das?
für die Zukunft? Ich würde es erstmal auch genauso mitnehmen tatsächlich oder genauso würde ich es auch verkaufen. Ich zeige es mal eben kurz. Ich schicke mal von der Seite hier was rein. Also ich hoffe, ihr seht das gerade. Weil es genau das ist eigentlich, und das hat auch einer von unseren Pilotkunden genauso zusammengefasst, wie du es gerade gesagt hast, dass die Leute im besten Fall gar nicht groß merken, dass es ein neues System ist, dass sie eigentlich an dem Ort sind, wo sie sowieso sind, einen Knopf drücken und eine Hilfe kriegen. Ich bin hier jetzt zum Beispiel auf einer Website, einer internen Website, da kommt ihr jetzt noch nicht drauf, da geht es um, im Hintergrund kann man hier dieses Gerüst aufbauen, dieses Knowledge Graph, ist einfach nur irgendeine Website, könnte auch jede andere Website sein, und ich habe jetzt hier so ein kleines Browser-Plugin, könnte auch so als Icon immer hier im Vordergrund sein. Und wenn ich hier draufklicke, dann sieht das Tool, sieht das Plugin, wo ich bin, nämlich in Neo4j Bloom, und gibt mir dementsprechend die dafür zugehörigen Sachen zurück. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dieser Knoten hier, ein Knoten vom Typ Software mit dem Namen Neo4j Bloom, der wird hier angezeigt. Und wenn ich da drauf gehe, dann ist quasi dieser Knoten hier geöffnet. Das System erkennt im besten Fall, wo ich bin, und gibt mir dementsprechend die Infos zurück, die ich brauche. Zum Beispiel, was mache ich mit dem Stornierten, oder was mache ich, wenn ich ein Hotel stornieren muss, wenn ich eine Geschäftsreise buchen will und so weiter. Das heißt, genau wie du es gerade gesagt hast, Dirk, im besten Fall ist so dieses kleine Hilfen-Icon immer dabei, und ich nehme es gar nicht so richtig als ein separates System, was ich neu lernen muss, wahr, sondern es bietet mir einfach die Hilfe zu den bestehenden Sachen. Das ist so die Idee dahinter. Das heißt, diesen Knowledge Graph sehen vermutlich nur diejenigen, die aktiv an dem Graph arbeiten, oder Lukas? Ja, das diskutieren wir auch viel drüber. Ja, also beim Erstellen wäre es wahrscheinlich genauso. Ich plane es tatsächlich, dass, sag ich mal, je weniger man tief drin ist in der Materie, desto weiter weg ist man von diesem Knowledge Graph. Also ich habe es gerade schon gesehen, man kann sich, weil es eben eine Datenbank ist, auch als Listen anzeigen lassen. Das wäre für Endanwender, sag ich mal, der Zugriff auf diesen Graphen, der im Hintergrund liegt. Als Graph-Architekt oder Wissensmanager wäre ich schon eher in so einer Rolle, dass ich auch diese visuelle Darstellung hätte. Da habe ich noch mal eine Frage oder die Bitte um ein Beispiel. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass natürlich auch Personen beim digitalen Zwilling meiner Organisation solche Knoten sind. Wie würde ich mir denn jetzt einen Kontextknoten zu einer Person vorstellen? Hast du da ein Beispiel? Also beim Pizzaknoten, ja gut, da ist der Kontext, ich habe Hunger vielleicht, ne? Aber jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in meiner Organisation. Was hätte die für Kontextknoten zum Beispiel? Zum Beispiel, ich stehe als Mitarbeiter, ich komme morgens in meine Pizzeria, ich stehe davor und merke, ich habe meinen Schlüssel gar nicht dabei. Aber an der Tür ist zum Beispiel so ein QR-Code. Das wäre in dem Fall der Kontextknoten. Man könnte auch ihn raussuchen. Und dieser Kontextknoten beschreibt eigentlich ein Thema, eine Situation. Was mache ich, wenn ich den Schlüssel verloren habe? Und an diesen Kontextknoten ist dann Giovanni als Manager der Pizzeria verknüpft, plus die Anleitung, wo denn hier der Schlüssel noch versteckt ist. Das heißt, dann wäre das der Kontextknoten, und die Person, die würde ich nur verbinden. Die würde ich jetzt nicht neu anlegen, sondern einfach nur bestehend verbinden. Und genauso könnte ein Kontextknoten zum Beispiel eine Frage sein. Wir haben ja einen gewissen Ablauf, einen gewissen Prozess, also Pizza backen. Aber jetzt gibt es hier ein besonderes Produkt, die Pizza Especiale. Worauf muss ich achten, wenn ich die Pizza backe in Bezug auf diese Pizza Especiale? Und dann wäre dieses, worauf muss ich da achten, der quasi der verbindende Knoten in der Mitte, der Kontextknoten, der beide von diesen Wissensobjekten oder von diesem Gerüst und den Wissensobjekten zusammenbringt. Das ist so die Idee. Okay, vielen Dank. Ich würde noch mal ganz kurz jetzt hier direkt drauf einspringen, weil es hier um deine Person geht als solche. Ne? Das heißt, man kann natürlich gerade bei Mitarbeitern relativ viel auch so teilautomatisiert machen. Man stellt sich vor, jemand kommt rein, ist in einem Organigramm, steht in der Telefonliste, und im Intranet haben zum Beispiel die Leute die Möglichkeit, freiwillig so ein Profil von sich zu machen, so Interessen, Arbeitsgebiete und so weiter. Und diese ganzen Dinge können natürlich für den Knoten gleich verwendet werden. Und wenn man jetzt so ein Content-Management-System zum Beispiel hätte oder ein Document-Management-System, wo die Autoren von Dokumenten mit drinstehen, könnte sowas zum Beispiel auch relativ gut automatisch zugeordnet werden. Also ich sage mal, über ganz einfache KI-Algorithmen. Also das stelle ich mir so als Bild vor. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, wie man gerade um Personen rum relativ gut auch so halbautomatisiert dieses Netz aufbauen kann für die Suche. Total, also du bist mir da schon fast einen Schritt voraus. Also genau das ist so die Idee, wie es in Zukunft aussehen soll. Da kommt dann immer schnell die Frage, personenbezogene Daten, ist das so sinnvoll, hier eine Person zu verknüpfen? Da könnte man auch sagen, man
abstrahiert es ein bisschen, nimmt nicht unbedingt jede einzelne Person, verknüpft die mit, sondern verknüpft die Person im Organigramm nur mit Rollen und eine Rolle, zum Beispiel Manager, Pizzabäcker und so weiter, ist dann wiederum weiter verknüpft. Also da hätte man auch die Möglichkeit, aber das Ziel wäre genauso, wie du es gerade gesagt hast, im besten Fall möglichst viel dann sogar automatisiert oder teilautomatisiert da reinzuladen. Na, deswegen hatte ich ja dieses Intranet, die Seite gewählt, die praktisch die Mitarbeiter selber pflegen, wie zum Beispiel ihr LinkedIn- oder Sing-Profil, sodass man dort eben diese Sache hat, das ist freiwillig von denen freigegeben und bekannt gegeben. Und dann hat man einen Teil dieser Datenschutzprobleme etwas reduziert. Das war der Hintergrund von dem Beispiel. Aber wir können weitermachen jetzt. Ganz kurz noch ein bisschen, wie sagt man da, Wasser in den Wein gießen. Also schon bei der automatisierten Auswertung, wer hat welches Dokument erzeugt, wird es zumindest in Deutschland schwierig. Jetzt weniger wegen Datenschutz, sondern der Betriebsrat wird da immer ganz hellhörig, meiner Erfahrung nach, weil das dann auch so ein bisschen in der Interpretation manches Betriebsrats nach Überwachung, also ne, da wird geguckt, arbeiten die auch genug, erzeugen die auch genügend Dokumente und so, was ja gar nicht die Intention ist, aber was natürlich theoretisch eine Analysemöglichkeit wäre. Also von daher, ja, das mit der Automatisierung ist, glaube ich, überall dort, wo Personen ins Spiel kommen, zumindest im deutschen oder europäischen Kontext, durchaus nicht unheikel. Ne? Total. Also das ganze Betriebsrat-Thema, es ist ein Riesenthema. Unser Ansatz ist wirklich zu sagen, wir positionieren uns als ein Hilfesystem, was auch, also wir haben es ja gerade gesehen, dass ich von einer Website abspringe. Das System hat trotzdem, trackt nicht mit, wo ich mich befinde. Also das Letzte, was ich hier will, ist ein Überwachungssystem haben, sondern ich will halt ein Hilfesystem. Und bis jetzt haben wir es tatsächlich ganz gut geschafft, das auch als solches zu verkaufen im Betriebsrat und sind auf weniger Gegenwehr gestoßen, als ich es vorher bei anderen Wissensmanagementsystemen wahrgenommen habe, aber es ist eine Herausforderung für die nächsten Jahre. So, Heidi, du hast gerade noch was in den Chat geschrieben. Vielleicht kannst du das selber nochmal einbringen. Ja, ich kann es einbringen. Und zwar, ich hatte so gerade die Idee, es gibt bestimmte Interventionen, die wir haben, wenn es da zum Beispiel steht, bestimmte Katheter zu legen, wo ich mir das gut vorstellen kann, wenn ich jetzt diesen Katheter legen muss und ich habe die Möglichkeit, mir dann diese Informationen zu holen, welches Material benötige ich, wie ist die Verfahrensanweisung dazu und auch gleichzeitig, wenn ich mir unsicher bin in dem Handling, welchen Experten kann ich denn ansprechen, wenn ich mich nicht sicher fühle in der Handhabung. Und ich kann das dann so weit verfeinern, dass ich über das Material zum Beispiel auch erfahren kann, ist das Material, was leicht zu besorgen ist, wo ich eine separate Bestellung machen muss, wenn ich die machen muss, wo kriege ich das? Also ich kann mir das bei bestimmten Sachen sehr gut vorstellen, weil wir uns gerade in der Klinik auch mit dem Thema Standards beschäftigen und wie kriege ich das hin, dass Menschen immer genau das Wissen erhalten, was sie in der Situation brauchen, ohne sich durch erstmal durch ganze Leitsordner mit 14 Seiten Info zu wühlen. Also und vor dem Hintergrund fand ich das jetzt gerade sehr, sehr spannend, was du gesagt hast und hatte so dieses Bild im Kopf. Ich habe jetzt eine Intervention vor mir und brauche ganz gezielt jemanden, der mich unterstützt und kriege dann eben diesen Kontext zu der Person hin. Das fand ich spannend. So bin ich drauf gekommen. Ich bin jetzt maximal verwirrt, weil ich gerade merke, dass ich Wissensobjekte durcheinander schmeißen mit Kontext. Ich habe jetzt zwei Einflugschneisen verstanden. Das eine ist so dieses Browser-Plugin, das wie auch immer weiß, wo ich gerade bin im Browser. Das finde ich gigantisch. Also Chapeau, wenn ihr sowas hinkriegt. Und das andere ist, dass man von Grund auf diesen Knowledge-Graphen aufbaut und dann immer weiter detailliert. Wie weit seid ihr da gerade? Es ist ein irrsinnig spannendes Thema, das du angerissen hast, aber ich fliege jetzt gerade so hin und her in einem, was ist tatsächlich da jetzt schon möglich und wo haben wir jetzt einfach, weil wir haben über digitale Zwillinge gesprochen, das für mich ist ein digitaler Zwilling ganz was anderes. Ich muss erstmal jetzt überhaupt hier ankommen, zu verstehen, dass es um den Knowledge-Graphen geht und dann, wenn der so dicht ist, dass er tatsächlich das mappt, um was es geht, ja, dann komme ich zum Zwilling. Aber das ist jetzt einfach so, ich bräuchte noch so den aktuellen Stand. Wo seid ihr gerade? Wo kann man euch unterstützen? Genau, also vielleicht noch kurz zum digitalen Zwilling. Ich bin da voll bei dir. Wir werden auch von diesem Bild weggehen und jetzt voll auf dieses Google Maps Bild, glaube ich, gehen. Oftmals wird der digitale Zwilling eher in so Produktionssystemen mit so ganz vielen Daten benutzt. Das ist hier weniger der Fall. Der Stand hier bei uns ist jetzt gerade, dass wir wirklich seit Anfang des Jahres mehr oder weniger Vollzeit an dem ganzen Thema arbeiten und jetzt, ich sage mal, ein MVP, also Minimal Viable Product haben, was noch nicht ganz marktreif ist, aber in den nächsten Monaten hoffentlich marktreif wird.
Wir haben jetzt so die ersten Pilotprojekte aus der Praxis. Ich weiß nicht, Duravit sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ein Anbieter von ganz viel so Badmöbeln und so weiter. Die haben ganz oft die Frage, welche Produkte passen mit welchen Ersatzteilen zusammen. Das heißt, da bilden wir gerade einen Use Case ab, indem wir deren Vertriebsinnendienst helfen. Das heißt, wir sind gerade in so Pilotphasen, wir sind aber noch nicht in so einer langfristigen Nutzung. Das heißt, gerne komme ich in ein, zwei Jahren nochmal wieder und erzähle, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Wir sehen aber, dass es sehr universell einsetzbar ist. Wir haben ja gerade dieses Beispiel im Krankenhaus gesehen, da bin ich mich gar nichts mit zu tun und trotzdem wird es erstmal irgendwie vom Konzept her funktionieren. Das heißt, wir testen gerade so ein bisschen, wo funktioniert es gut, und wir sehen, es funktioniert vor allem da besonders gut, wo sehr wiederkehrende Prozesse sind, wo man auch gewisse Regularien vielleicht erfüllen muss. Aber ob das Ganze ganz final funktioniert, das sehen wir, da kann ich Ende nächsten Jahres mehr zu sagen. Ich habe aber das Gefühl, wir sind tatsächlich auf einem guten Weg. Also ich hätte nicht erwartet, dass wir so schnell so viele oder wirklich mehrere Pilotprojekte kriegen, wo die Leute auch bereit sind, Geld dafür zu zahlen. Denn daran merkt man ja, finden die uns nur interessant und witzig oder sehen die Mehrwert da drin? Na, ich wollte sagen, weil du gesagt hast, dass ihr das Bild vom digitalen Zwilling weglassen wollt. Ich finde genau dieses Beispiel, den digitalen Zwilling anhand dieser Google Maps und der Sachen zu finden, also richtig klasse wirklich. Weil ganz viele tatsächlich sich als Person im Kopf haben und jetzt überlegen, wie sieht denn da ein digitaler Zwilling für mich aus? Und das führt, glaube ich, genau in die Irre und auch in ein Problemthema. Und deswegen fand ich deine Erklärung jetzt am Anfang richtig klasse. Das war jetzt bloß als Meinung, genau um dort ein, ich sag mal, realistischeres Bild von was ist ein digitaler Zwilling zu bekommen. Ja, ich glaube, korrigiere mich, Sabine, und auch du, Lukas. Ich glaube, der Hänger ist ein bisschen, dass man ja heute von digitalen Zwillingen hauptsächlich spricht, wenn es um Fertigungsanlagen oder Maschinen geht, wo dieses Netz natürlich extrem dicht gewoben ist. Ja, wo ich also Tonnen an Daten habe, die so eine Produktionsanlage wirklich im Sinne komplett repräsentieren. Während bei euch, Lukas, hatte ich das so verstanden, dass der digitale Zwilling der Organisation auch erstmal sehr grobmaschig sein kann, weil man sich halt auf bestimmte Anwendungsfälle nur konzentriert oder eben nur bestimmte Objekte als Knoten abbildet und eben jetzt nicht unbedingt tatsächlich sagt, wir wollen wirklich eine fast perfekte digitale Repräsentanz einer Organisation damit bezeichnen, ja. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Genau so ist es, ja. Wenn ich jetzt unbekanntes neues Wissen habe, quasi eine Idee, ne, und dann überlege, wer kann mir helfen? Wie kann mir da dieses Netz in dieser Form zum Beispiel die richtigen Ansprechpartner darstellen? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das war mir so durch den Kopf geschossen. Wir denken viel auch über so Zukunftsthemen nach. Wir müssen die leider immer ein bisschen nach hinten stellen. Tatsächlich wäre das zum Beispiel über so NLP, so Natural Language Processing möglich, dass man zum Beispiel guckt, hier gibt es Sachen, die irgendwie thematisch schon mal zusammenhängen und das so ja quasi auch automatisch Verbindungen anhand des Inhalts erzeugt werden könnten. Und so könnte man zum Beispiel ein neues Thema in den Raum werfen und sehen, ah, das könnte da und damit zu tun haben, ist aber leider auch Stand heute noch ein bisschen Zukunftsmusik. Vorher müssen ein paar andere Sachen geklärt werden. So, und dann hätte ich noch meine allerletzte Frage dazu, die geht immer so ungefähr in dieselbe Richtung. Was siehst du selber für Hauptherausforderungen oder sogar Sackgassen oder Dinge, wo ich mit dem digitalen Zwilling dort in dem Bereich nicht weiterkomme? Auch eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Wir haben es zum Beispiel in einem Unternehmen getestet, die ein Softwareberatungshaus waren, die also selber schon total digital aufgestellt waren. Die haben gesagt, für uns hilft das eigentlich nur, wenn es hier komplett vernetzt ist und alles wirklich integriert ist. Sonst hilft uns das wenig. Also ich glaube da, wenn es wirklich unter Organisationen sind, die so rein im Projektgeschäft sind, wo wenig wiederkehrende Fragen auftauchen, wenig wiederkehrende Abläufe, da ist der Nutzen geringer und dementsprechend auch die Hürde größer, es einzuführen, als bei so zum Beispiel einem Callcenter oder Vertriebsinnendienst, wo es sehr oft wiederholende Themen gibt. Da sehe ich so einen größeren Mehrwert. Also ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es hochspannend, den Vortrag, auch vor allen Dingen sehr gut verständlich, das Thema. Also ich war ziemlich begeistert. Genau, super spannend, ein tolles Thema, ein innovatives Thema, wo man sieht, okay, da ist noch viel möglich auch in der Zukunft. Und das war schön, dass wir im WEMUG jetzt auch mal so ein bisschen einen Blick nach vorne geworfen haben. Ja, wo kann es denn auch hingehen ins Wissensmanagement, beziehungsweise welche innovativen Möglichkeiten haben wir denn tatsächlich auch heute schon, die man nutzen kann? Also vielen, vielen Dank, Lukas, das war ein toller Vortrag. Ja,
ganz vielen Dank euch, dass ich hier mitmachen durfte. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe wirklich oft in den letzten Jahren auch auf der Website von Dirk immer mal wieder geguckt oder von euch auf der Website, da sind super viel fachliche Sachen drin. Ich sage es hier nochmal ganz kurz, meine E-Mail-Adresse ist da unten. Wir brauchen echt Leute, die dieses Praxishandbuch testen. Das heißt, hier nochmal die Bitte, schreibt mir gerne, ich schicke euch da gerne den Preview zu und dann könnt ihr da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber vielen, vielen Dank euch allen.